Im echten Leben sind sie Lkw-Fahrer, Mehlträger oder arbeitslos. Beim Confed Cup in Brasilien sind die Amateure von Außenseiter Tahiti die heimlichen Stars. Mit ihrer unbekümmerten Art haben die Insulaner weltweit die Herzen der Fußballfans im Sturm erobert. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat wird sich für die gefeierten Spieler Tahitis wohl vieles verändert haben. Es stimmt schon, dass wir etwa auf Facebook deutlich mehr Freundschaftsanfragen haben. Unsere Mannschaft hat schon einige Fans. Das ist etwas sehr Schönes. Wir alle sind ein wenig stolz, dass wir unsere kleine Insel repräsentieren können. Als Ozeanienmeister hat sich Tahiti für die WM-Generalprobe in Brasilien qualifiziert. Bei seinem ersten Spiel in einem FIFA-Turnier erzielte das Team beim 1:6 gegen Nigeria gleich das erste Tor. Dieses Kunststück gelang bei der 0:10-Pleite gegen Welt- und Europameister Spanien zwar nicht, dennoch wurde die Mannschaft von den rund 70.000 Zuschauern im legendären Maracanã-Stadion gefeiert. Statt Punkten und Toren gab es als Belohnung immerhin die Trikots der spanischen Stars. Angefeuert wurde das tahitianische Team auch von 13 Schülern aus dem kleinen Südseestaat. Über T-Shirt-Verkäufe sowie Zuschüsse von Eltern und ihrem Bürgermeister finanzierten die Jugendlichen die Reise nach Rio de Janeiro und sammelten unvergessliche Eindrücke. Die Jugendlichen leben auf einer kleinen Insel. Die Reise wird ihren Horizont erweitern. Auch die Spieler Tahitis, die nur einen einzigen Profi in ihren Reihen haben, sehen sich beim Confed Cup mit ganz neuen Problemen konfrontiert. Wir mussten ihnen erklären, was auf sie zukommt. Sie haben noch nie eine Mixzone oder einen Pressekonferenzraum gesehen. Es gibt nur zwei kleine TV-Stationen und eine Lokalzeitung in Tahiti. Sie kennen den ganzen Medienrummel nicht. Besonders die Teahu-Brüder haben sich in den Fokus gespielt. Jonathan Teahu erzielte gegen Nigeria das magische Tor. Gegen Spanien schrieb er gemeinsam mit den Zwillingen Alvin und Lorenzo Geschichte. Erstmals kamen bei ein und demselben FIFA-Turnier drei Brüder zum Einsatz. Am Sonntag bestreitet Tahiti gegen Uruguay sein letztes Spiel beim Confed Cup. Einige Spieler wollen die große Bühne nochmal nutzen. Sie träumen von einem Vertrag als Fußballprofi und einem neuen Leben.